Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni aus dem wunderschönen Linz und ich habe ein spannendes Thema für dich mitgebracht, also dranbleiben. Heute verrate ich dir, warum ich mit mir selber rede. Und zwar laut mit mir selber rede und das eigentlich auch ganz oft mache. Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich immer sage, naja, manchmal brauche ich halt einfach einen Profi oder eine professionelle Meinung, deshalb rede ich mit mir, sondern der ganze Wahn hat durchaus ein System und da möchte ich dich heute mal dazu inspirieren und einladen zu dieser Technik und auch dich dazu einladen, mehr mit dir selbst zu sprechen. Natürlich grübeln wir alle. Alle denken und haben Gedanken, kreisen und grübeln, wälzen Themen, wälzen Probleme. Und ab und zu gehen auch Leute zu Professionisten, wie auch zu mir, und reden über ihre Probleme. Und reden sie dann mal laut aus. Aber wenn wir alleine sind, tun wir normalerweise immer in Gedanken kreisen. Unsere Themen im Kopf immer wieder wälzen, mit verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten, verschiedensten Szenarien. Und wir reden und reden mit uns selbst, aber eben, wie gesagt, nur in Gedanken. Und jetzt kommt mein Therapietipp Nummer 1, eigentlich mein Lieblingstherapietipp schlechthin. Rede laut mit dir selbst. Oder rede, wenn es mit dir selber zu blöd ist oder dir zu komisch vorkommt, erzähl es einer Wand. Und das ist jetzt überhaupt nicht ironisch gemeint, denn auch gerade Leute, die das Gefühl haben, ich habe niemanden zum Reden oder mir hört niemand zu, denen zu sagen, ihr redet halt mit einer Wand, das klingt jetzt sehr zynisch, so ist es aber allerdings nicht gemeint. Es ist gemeint, dass du einfach mal laut deine Themen verbalisierst und aussprichst. Denn die Benennung, alleine schon einmal darüber zu reden, was passiert denn, wenn du laut darüber redest? Du hörst dich selbst beim Reden. Ist klar, oder? Das heißt, auch deine Ohren hören mit. Und du formulierst Dinge auch anders, wenn du sie aussprechen musst und erklären musst, als wenn du sie permanent in deinem Kopf wälzt und wälzt und wälzt. Das heißt, mein Tipp ist wirklich, rede mal. Wenn das nämlich passiert ist, wie gesagt, du hörst dir selber zu und dann kommt das, was du sagst, die Information in einen anderen, du kannst dir das vorstellen, wie eine andere Autobahn in deinem Gehirn, ja, über die Gehörgänge in eine andere Autobahn, und dann kannst du dir selber auch mit Lösungen einfach schon einen Push geben, einen Anstoß geben. Das ist mal das eine. Das heißt, die Kreativität fängt an, dadurch besser zu laufen. Und der zweite Tipp ist einfach, wenn du es laut aussprichst, dann hast du schon ein Gefühl, dass jemand dir zuhört, nämlich du dir selber. Und das ist alles, was du brauchst. Du bist die einzige Person in deinem Leben, die dein Leben ändern kann und die du letzten Endes benötigst, um das Ruder rauszureißen aus einer Krise oder rumzureißen. Das heißt, hör dir bitte einfach selber zu und nimm dich dabei ernst. Und dann geschieht auch dadurch schon ein therapeutischer Effekt, ein Heilungseffekt meines Erachtens nach. Und das ist unendlich viel wert und du wirst auch die Erleichterung gleich spüren. Deshalb sage ich, rede mit dir selbst. Und ich mache das ganz oft. Also ich formuliere meine Gedanken laut aus. Ich stelle mir dann auch immer vor, also das ist so eine Imagination, die ich noch dazu nehme. Na, ich mache das ja nicht in der Straßenbahn bitte, sondern schon, wenn mich niemand hört. Außer ich nehme jetzt so ein Video auf, da rede ich ja im Prinzip auch in eine Kamera rein und stelle mir dann vor, okay, irgendwer wird das dann schon hören. Aber letzten Endes ist es dann so, dass ich mir auch vorstelle, okay, ich habe da auch jemanden, der mir zuhört und der mich dann auch wirklich versteht. Das heißt, durch dieses Bild verstärke ich noch einmal so dieses, ich nehme mich selber für voll und ich höre mir zu und ich helfe mir selber auch bei den Themen raus. Ja, das wäre eigentlich schon mein Übertipp. Besuche dich selber, besuche deinen inneren Therapeuten, hör dir selber zu. Und ich kann dir nur empfehlen,
Verbalisiere die Dinge, lerne die Dinge zu benennen. Je mehr du dein Umfeld benennen kannst, je reicher dein Wortschatz wird, je mehr du auch deine Gefühle benennen kannst. Das kann auch abstrakt sein, ja? Dass du mal sagst, ich habe eine Trauer, die fühlt sich an wie die dunkelste Nacht, wo kein Stern scheint. Dann hast du es schon benannt, hast du dem schon eine Form gegeben und dann kannst du es auch viel, viel besser wieder lösen und loslassen. Das heißt, vertrau deiner Sprache, vertrau deiner Fähigkeit, die Dinge auch zu benennen. In deinem Rahmen. Und du wirst merken, du wirst gehört und du wirst merken, du wirst freier. Du wirst ruhiger und deine Probleme lassen sich leichter bearbeiten und lösen. Das heißt, in diesem Sinne, nimm dich für voll, rede mit dir oder rede mit einer Wand, aber auf jeden Fall, du wirst gehört, du wirst wahrgenommen. Und dadurch lösen sich auch deine Themen. Ich bin Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, probier es aus, schreib mir deine Erfahrungen mit dieser Technik. Wie geht's denn dir damit? Oder hast du irgendwelche Tipps, die du anwendest? Hast du Lust, dass ich ein Video zu einem gewissen Thema mache, etwas, das dich beschäftigt, dann schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf,